Ja, nach über 2000 Stunden am Windenbach wird's langsam mal Zeit für ein neues Gewässer, was ähnlich spannend ist wie der Windenbach, aber eben ganz andere Fische enthält. Ab zum Donetz und hier alles mal wieder testen. Also, weiter probieren, weitermachen, die nächsten Fischis rausziehen, alles was hier drinne ist, auf verschiedenste Arten und Weisen. Und ich hatte gerade nochmal im Discord geschaut und da hat Koboldchen, der alte Lümmel, ordentlich hier rausgezogen und vor allem hat er hier einen Kürbis, den Kürbiskernbarsch, einfach mal schön auf Grund gefangen. Das ist natürlich angenehm. Das ist natürlich super und da, ja, da sehe ich mich doch auch. Schön entspannt, auf Grund, einfach mal hier locker rausgeworfen und dann reinziehen. Ich bin jetzt in der Nacht hin, jetzt wird es so langsam gerade erst hell und bisher war es auch schon gar nicht so schlecht jetzt hier für die paar Minuten. Einige Zobel dabei, Muschel, kleiner Don, schon mal nicht schlecht. Einige Brassen aber auch, das ist natürlich dann, ja, da wird es hier bei den größeren, könnte es tricky werden. Ich bin nämlich super fein hier unterwegs. Theoretisch kannst du dich hier hinstellen mit dem Feeder-Set Start. Ganz basic. Ich bin jetzt hier gerade mit 3 Kilo Setup, 3,1 Kilo Vorfach unterwegs. Also super fein und klein. Alles, was ein bisschen größer ist, so wie das jetzt hier schon, geht da natürlich auch hart in die Bremse und ans Limit. Guck mal hier, 1 Kilo Rotauge macht schon Stress. Na guck mal. Aber weiter geht's. Ich bin so auf 6 Meter, 7 Meter hier gerade geklippt. So, auf locker. Und dann habe ich hier gerade 2 verschiedene Köder im Test. Hauptsächlich jetzt gerade noch komplett mit dem Mistwurm. So sieht das auch momentan aus. Links und rechts einmal jetzt Mistwurm. In der Mitte habe ich jetzt einmal die Borkenkäferlarve drauf. Und wir gucken mal eben kurz ins Setup rein. Da haben wir es 18er Haken, Borkenkäferlarve. Und das gesamte Setup eben auf 3,1 Kilo ausgelegt. Also sehr schön fein und klein. Ja, der Rest oben, das ist ja jetzt eigentlich eher wurscht. Das trägt natürlich nicht mehr dazu bei. Also das gesamte Setup auf 3,1 Kilo ausgelegt. Ganz klein hier unterwegs. Und ich hoffe, dass da noch ein bisschen was geht. Vielleicht ballern da ja auch noch ein paar schöne Kürbisse rein. Vielleicht teste ich auch gleich noch andere Köder. Kaster wäre noch eine Möglichkeit. Zuckmücke wäre noch eine Möglichkeit, gleich zu testen. Dann natürlich alles, was man so kennt aus den Rekorden. Hier natürlich die Borkenkäferlarve, die jetzt gerade hier schon drauf ist. Und Regenwurm, Mistwurm, aber dann eben auch so Fliegenarten. Die müssen auch auf jeden Fall noch mit in den Test. Denn gerade hier am Donetz haben wir eben dann auch, na, die erste Nase. Hier die Eintagsfliege, die immer mal wieder auch mit in den Rekorden ist. Schmeißen wir einfach mal mit raus. Und wir gucken hier so schön auf 7 Meter. Und dann gucken wir einfach mal, was hier noch so geht auf diese verschiedenen Köder. Zack, und da haben wir wieder was Ordentliches dran hier. Hat auch direkt ein bisschen Bock. Und na siehste, sibirische Plötze, die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Auch gerne auf Grund hier. Mit der Borke, Borkenkäferlarve, auch sehr schön. Und hier zubbelt es auch ein bisschen weiter. Irgendwas Kleines und ist wieder ab. Naja, wir testen mal ein bisschen weiter. Und da geht's weiter. Zack, der nächste. Ja, ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen umgebaut und noch ein bisschen weiter an etwas anderen Stellen auch noch mal nachgetestet. Gerade mit dem Koboldchen noch geschrieben, der meinte, ja, er hat dann vielleicht eher hier so in diese Area, in das Grüne reingeschmissen. Und da habe ich jetzt einfach 3 Routen auch noch in verschiedenen Tiefen sozusagen, also Weiten eingestellt. Einmal hier jetzt auf 8 Meter, auf 9 Meter, auf 10 Meter. Das heißt, wir landen jetzt hier, ja, da wo das Auge jetzt gerade ist, einmal, zweimal und dreimal. Also schön hier so entlang an dieser Kante. 8, 9, 10 Meter hier in diese Richtung, quasi so in diese Spitze geworfen. Oder auch mal gerade schon mal hier vorne so ein bisschen hin.
einfach mittig rein in das Grünzeug. Und da ist dann auch direkt der erste Kürbis hier vorne reingegangen. Scheint also, dass die da vorne jetzt irgendwo sind. Ja, jetzt heißt es natürlich noch ein bisschen weiter testen und probieren, bis denn da noch ein bisschen mehr geht. Hier vorne, wie gesagt, wenn man gerade wirft, hier war eher so die Zobelfraktion. Also das war ganz angenehm, auch für die Nacht. Da bin ich jetzt gespannt, wie das dann hier in der Area in der Nacht aussieht. Habe ich schon gezeigt, wo ich hier stehe? Ich glaube nicht. Da, an dem 4-Meter-Loch oder kurz davor. Also gar nicht weit weg, kurz über den Hügel hier drüber. Und dann ist man hier schon direkt an einer, glaube ich, recht bekannten Stelle. Wenn das zu wenig Frequenz ist für euch, also aufgrund ist es natürlich nicht so viel oder das ist nicht so viel vielleicht los wie mit der Pose oder wenn man hier mit Vecurig unterwegs ist. Vielleicht einfach nur zwei Routen raus, eine aktive dann sozusagen, eine Stippe, einmal mit Vecurig oder mit Spinning auch durchaus mal testen und dann nebenbei eben hier die Grundrouten mit rauswerfen und vielleicht habt ihr ja Glück und es ballert da auch noch was Vernünftiges rein. Zack, und der nächste hier. Ja, ich bin gespannt, was hier noch weiter geht. Ich werde auf jeden Fall hier auf, einfach mal eine längere Zeit mal wieder ein bisschen rumtesten, denn das Gewässer bietet für mich die meisten mir noch fehlenden Trophies. Also aktives Angeln an dem Gewässer, durchaus eben die Chance, dass ich hier auf meine, ja, so in Richtung der 100 Trophies mal so langsam komme. Ich bin gespannt, was noch geht. Zieh jetzt hier noch ein bisschen weiter raus. Ich würde sagen, testen ihr Lümmels, einfach mal ausprobieren. Kohlemäßig, gerade hier mit den Zobeln, gar nicht schlecht. Das war jetzt in den Abend- und in der Nachtstunden, war das hier richtig gut. Aber wie gesagt, wie am Anfang vom Video gesehen, gerade geworfen hier vorne in dem Bereich auf 7 Meter. Und jetzt hier hinten teste ich eben auf die Kürbisse. Sollen nicht so wahnsinnig viele sein, aber wenn, dann recht groß. Ich bin super gespannt, vielleicht geht da noch was Großes rein. Petri Lümmels, Daumen da lassen, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags immer um 19 Uhr. Bis dahin.